Damit wir bald wieder was lernen können. Können wir hier noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Kannst mich ja ein Stück begleiten, wenn du möchtest. Muss jetzt erstmal der Straße weiter folgen. Oh Mann. Müssen jetzt nämlich erstmal zu dieser komischen Bühne dahin. Ich dachte eher. Genau zu der Bühne da hinten. Dann kann ich dann nämlich erstmal mein Feuerwerk loswerden. Absteigen. Ich kann gerne mal benutzen. Weil das ist so ein richtig kleines, wickeliges Feuerwerk. Aber schöne Farm. Hat sie aus der VIP-Ram? Ja. Ja. Bin auch VIP. Ich habe mir aber halt aus zwei Gründen halt diesen VIP gemacht. Einmal wegen den Unterhaltskosten bei den Häusern. Und halt wegen der. Eigentlich wegen der Aufgabenpacks, aber die Aufgabenpacks habe ich ja jetzt durch den Code. Also, ne? Warte mal. Nee. Warte mal, ist das hier von diesen, sag mal schnell, diese Jahresrahmen? Bei mir ist es nämlich gerade mal so 4 Jahre. Ich möchte nicht wissen, wie viele Jahre du dabei bist. 11 Jahre. Boah. Ja, gut, da dauert es doch ein bisschen bei mir. Das mit dem Code habe ich immer noch nicht verstanden. Du gibst, also dieser Code, du kannst ja zum Beispiel, oder? Kann ich einmal kurz nochmal machen. Der Code, der drin ist, der gehst du einmal hier auf den Herr der Ringe Shop, also wenn du in-game bist. Gehst du hier einmal auf den Shop, dann einmal auf Ja. Dann gehe ich einmal ganz kurz hier hin. Dann kommst du in dieses Fenster hier. In dieses Shop-Fenster. Entweder hast du es halt im Spiel drin in so einem kleinen Fenster oder kommst halt auf eine externe Seite. Und dann kannst du hier Coupon-Code einlösen. Und da gibst du dann halt den Code ein. Also den hier. Gehst auf Einlösen. Dann hast du den Kram. Und in diesem Paket sind diese Sachen enthalten. Also alles Aufgabenpacks aus den jeweiligen Gebieten. Und wenn du dir jetzt in nächster Zeit Punkte ansammelst, kannst du dir für 99 Punkte immer ein Erweiterungspack holen. Also Minen von Moria ist das erste. Da kommt Belagerung des Düsterwalds, Isengard, Reiter von Rohan, Helms Klamm. Da die Instanzgruppen und Erweiterung Mordor. Die sind nicht mit in dem Code drin, kannst du die aber für günstig Geld, also für günstige Punkte, jetzt quasi holen. Das sind quasi jetzt 6 Euro für die Erweiterung. Wenn du dir die Punkte jetzt hier im Store, du kannst hier für 5,99 € kannst du dir halt für 6 Euro hier 600 Punkte holen. Und dann kannst du dir davon halt diese Erweiterung zum Beispiel holen. Sind jetzt bei mir natürlich nicht mehr angezeigt, weil ich sie jetzt schon habe. Außer eine. Das ist diese hier. Die wird mir aus irgendeinem Grund trotzdem noch angezeigt, obwohl ich sie besitze. Aber kannst du dir ja gerade für 99 holen. Ansonsten in aller Regel kosten sie so viel. Also 1995 Punkte. In aller Regel. Also es ist zurzeit ein Schnäppchen. Was vom Spiel Gott sei Dank jetzt gemacht wurde. Das Mastfinder! Ich fühle mich, als wäre Silvester. Den Raben nehme ich jetzt, das ist cool. Warte mal.
Okay, der ist echt geil. Na, wodurch hast du den bekommen? Ich habe leider nicht so viel Auswahl, was meinen Rahmen betrifft. Ich spiele erstmal gratis und dann sehe ich weiter. Danke für die Erklärung. Gerne. Wie gesagt, das Ganze geht bis zum, also zumindest den Code geht bis 30. November. Und ja. So lange hast du halt Zeit, den Code einzulösen. Beziehungsweise dir auch die Sachen, glaube ich, zu holen. 10 Jahre Mode Edition. Muss man sich das dafür so geholt haben oder muss man. Oder kann man das auch einfach nur im Shop kaufen? Also, kann man sich das durch die Punkte kaufen, wenn man das hat? Oder muss man sich diese große Edition gekauft haben, die es damals gegeben hat? So wie jetzt Minas Morgul und drei Gipfel. Bekommst du nach 10 Jahren, zumindest bei mir so. Da bin ich mal gespannt. Ich habe ja noch 6 Jahre. Beziehungsweise, gut, Mordor. Ja gut, das sind noch 10 Jahre. So lange gibt es. Mal sehen, ob das Spiel so lange noch da ist. du bist online. Hallo Mira. Ja, jetzt zum zweiten Mal. Ich war heute Vormittag, Mittag war ich online. Und ja, jetzt halt nochmal. Weil das Spiel halt ein Update brauchte. Und ja. Deswegen muss ich dann kurz aufhören. Und ich wollte auch noch mit Fuß zusammen essen. Aber ja, mir geht's bald gut. Ich bin gesättigt. Wir haben neue Zitronenbrause. Ich habe noch den Rest Rotwein von gestern Abend. Also ja, mir geht's gut. Ich habe Zuret als Verstärkung mit dabei. Also alles schön. Alles schön. Mir geht's auch gut. Das ist schön. Das freut mich, Mira. Ich hoffe, du hattest soweit einen schönen Tag. Bin ich hier richtig? Ich muss jetzt hier runter. Ich verlaufe mich ja jedes Mal. Ich weiß nie, wo dieser komische. Ey! Da ist Bingo. Was ist die Thronbrause? Warte. Das hier, nur dass wir jetzt von Pilsner, also Wasser mit Zitronengeschmack und Brause natürlich. Nur dass wir jetzt von Pilsner was haben und nicht von Extrader, oder? Extrader, genau. Aber das ist ja egal, Hauptsache Zitronenbrause. Es gibt nichts Besseres als Zitronenbrause. Hallo Bingo. Das war keine gute Idee. Bingos Gesicht ist feuerrot und er ist vor Erschöpfung zusammengesackt. Wer hätte gedacht, dass der Turm so hoch ist. Ich werde nicht weiter hinaufkommen. Puh, ich weiß einen besseren Weg. Trefft mich im Gasthaus zum Goldenen Barsch. Das ist ein Stock. Achso, ich kann Sonntagsläufe nicht mitspielen. Ist mir zu teuer, da ich ein Auge auf ein anderes Spiel geworfen habe. DVD kann ich mitmachen, das habe ich. Sonntag fällt tatsächlich aus, weil mein Großvater da Geburtstag hat. Und wir dann natürlich auf dem Geburtstag von meinem Großvater sind. Deswegen ist Sonntag kein Stream. Wie kommst du da hoch? Ich komme da nicht mal anders als da hoch. Nein! Nein! Ich fühle mich wie im Kindergarten. So der eine versucht da hochzukommen. Hui! Nein! Ich bin wieder runtergeknallt. Ey, aber ich bin zumindest mal auf so einem Balken stehen geblieben. Nein! 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 Oh.
Okay, versuch nicht weiter. Das ist wie in FF14 in Kugane, wo du da diesen einen, dieses Jump'n'Run-Ding da einmal so hochgehen kannst. Ist genauso blöde. Aber warte, ich hol mir dafür mein Kupfer. Ich brauch mein Kupfer. Kupfer wichtig. Kupfer toll. Oh oh, was kommt jetzt? Danke. Ja, yeah, mein Pferd bedankt sich auch einmal. da hinten hin. Gibt man da nicht einfach mal so das Wasser? Nein! Alles gut. Der Goldtrick noch klappt. Welcher Goldtrick? Als Bestechung. Ey! Nein, ich komme hier nicht mehr weg. Nein, ich bin gefangen. Ich stecke fest. Ich habe zu viel gegessen. Warte mal, ich muss mal absteigen. Nein, ich komme hier nicht mehr raus. Ja. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin frei. Schön. Guten Tag. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ach ja, schön. WB Hybrids. Das ist doch der beste Weg, stärker zu werden. Einen Krug zum Mund heben. Wir haben ein paar Ratschläge zum Leben als Abenteurer. Ich habe Vorräte gekauft und ich habe trainiert. Und für die Reise in, für die Reise in Form zu kommen. Jetzt gibt es nur noch eine Sache, um die ich mich kümmern muss. Aber dazu kommen wir später. Okay. Da kann man nichts machen. Ich muss schwimmen lernen. Ich habe Wissen, Vorräte und Stärke. Und das alles wird mir sicher nutzen auf meiner Reise. Aber es gibt noch eine Sache, die ich meistern muss, bevor mein Abenteuer beginnt. Und das ist etwas, das uns Hobbits nicht leicht fällt. Ich muss schwimmen lernen. Habt ihr gesehen, wie viele Flüsse auf der Karte eingezeichnet sind? Wer auch immer die Karte gezeichnet hat, muss Flüsse gemocht haben. Denn es finden sich überall geschlängelte Linien und kleine Seen. Es hilft also nichts. Ich muss ein Meister der Wasserwege werden. Sprecht mit mir, wenn ihr bereit seid, dann gehen wir zum Brandywein und üben. Ich fühle mich wie ein Noob. Wieso das denn? Ja. Das sind hier sogenannte Sippen. Also du kannst eine Sippe gründen. Bin ich blöd. Da gab es damals nicht ein Fenster, wo alle Emote-Commands aufgelistet waren. Also du hast zumindest... Du kannst hier unten bei Chat, dann hast du Emotes, da hast du auf jeden Fall. Und wenn du sehen willst, was du allgemein alles für welche hast, hast du bei Sammlungen hier unten. Ich weiß gar nicht, ob man das dann dadurch auch benutzen kann. Ja. Wenn du auf Sammlung gehst. Also, oder Umschalt C drückst. Oder halt unten beim Chat. Da kannst du halt auch gucken. Das ist aber gerade meine Dinger vor. 125 Emotes von 205. Und ich habe da nichts für getan. Die sind einfach da. Gott sei Dank. Ich glaube, Emotes wären auch das, was ich am wenigsten haben würde.
mein Gott, die Elben haben ganz andere Tänze als... Oh mein Gott. Als die anderen Elben. Die Hochelben machen mir etwas Angst. Okay. Wir der so viele 149. Okay, das Mond muss ich jetzt zeigen. Ich bin gespannt. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Habe ich Angst. Okay, das ist geil. Das Mond ist geil. Lol. Wie so eine Katze. Das fetzt. Ja. Es gibt schon echt geile Emotes hier drin. Es gibt schon echt geile Emotes. Kleines Kind, das seinen Willen nicht kriegt. Ja. Oh mein Gott. Geil. Ja, genau. Okay, also es gibt einiges. Lol. Dieser Fisch, ey. Der Fisch geht gar nicht. Ich find's so geil, es gibt hier die Ohnmacht auch, wie in FF14. Ich bin jetzt erstmal, ne? Out of order. Einmal Po kratzen. Ai. Was war das denn für ein Geräusch? Ja, okay, damit kann man sich stundenlang beschäftigen. Oh mein Gott. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. In Ordnung. Ich bin so bereit, wie ich nur sein kann. Gehen wir zum Brandywein und versuchen wir uns als Fische. Okay. Juhu. Eine Mini-Instanz. Bingo hat sich entschlossen, eine für seine Reise sehr wichtige Fertigkeit zu erlernen. Das Schwimmen. Mhm. Weil Hobbits auch so gerne schwimmen. Jetzt geht es los, Adariel. Zeit, dass dieser Hobbit hier eine neue Kunst lernt. Jetzt seht ihr das allererste Mal, wie ein Hobbit schwimmt.
Ja, los. Geh ins Wasser. Geh ins Wasser. Nico. Soll ich dich schubsen? Der Fluss sieht aber ganz schön dreckig aus. Das geht mit den Füßen. Ja. So sieht es. In aller Regel. Ja, Bingo. Was gibt es? Ich glaube, ich habe die Lage falsch eingeschätzt, Daniel, und bin nicht ganz richtig gekleidet für kaltes, eisiges Wasser. Bingo zittert. Was denkt ihr? Sollte ich mich vielleicht aufwärmen, das Blut in Wallung bringen? Das ist ein hervorragender Rat, meine kluge Freundin. Ich habe nicht mal was gesagt. Ich bin noch nicht bereit. Ja, was denn jetzt schon wieder? Jetzt ist mir zwar etwas wärmer, aber das Wasser steht immer noch, sieht immer noch kalt aus und ich bin erschöpft. Glaubt ihr, dass ich, glaubt ihr, dass hier ist eine schlechte Stelle? Vielleicht sollte ich eine andere Uferstelle ausprobieren. Gute Idee? Hier wäre es vielleicht besser. Wird Bingo es schaffen zu schwimmen oder wird er es doch nicht schaffen? Wird er hier einfach am Ufer liegen bleiben? Fragen über Fragen. Doch wer kennt die Antwort? Schubs ihn. Ja, bin ich auch schon am Überlegen, aber ich darf nicht. Das will das Spiel ja leider nicht. Das Spiel sagt nein. Lol. Okay. Schwimmt ans andere Ende. Ja. Toll, jetzt darf ich schwimmen, ne? Ich dachte, dieses Brackwasser hier. Und wieder zurück. Aber jetzt würde er doch bestimmt schwimmen. Das war unglaublich. Wenn ihr das könnt, schaffe ich das bestimmt auch. So, und jetzt seht ihr. Jetzt seht ihr Bingo schwimmen. Er schwimmt. Unglaublich. Er kann schwimmen. Habt ihr das gesehen? Er schwimmt. Ich habe es geschafft, Daniel. Habt ihr gesehen? Ihr wart selbst schon nicht schlecht, aber ich fürchte, ich habe euch noch in den Schatten gestellt. Das war eine echte Meisterschwimmvorstellung, findet ihr nicht? Nicht, genau. Ich bin patschnass, aber glücklich. Kehren wir zum goldenen Barsch zurück, um uns abzutrocknen. Oh Gott. Das lief doch gar nicht schlecht. Lasst uns trotzdem weitere Flüsse meiden. Ich denke, das hat recht gut funktioniert. Ich habe es vielleicht nicht richtig gesehen, aber ich würde sagen, ich habe die Kunst des Schwimmens erstaunlich schnell gemeistert. Bingo scheint überall hinzusehen, außer in euer Gesicht. Ich denke, ich werde aber nur zum Spaß Flüsse auf meiner Reise meiden. Das Land ist viel interessanter, würde ich sagen. Außerdem wäre es doch schade, den leichten Weg zu wählen und über jeden Fluss zu treiben, auf den ich treffe. Das versteht ihr sicher. Ja. Bestimmt. Gehen wir zurück in meine Hobbit-Höhle in Michelbinge. Oh. Ich denke, ich bin jetzt gut vorbereitet auf die Reise. Mich kann nichts mehr schrecken. Ich muss nur noch meine Sachen zusammenpacken und ein paar Dinge erledigen, bevor wir aufbrechen. Werdet ihr mir bei den letzten Vorbereitungen zur Hand gehen? Es macht mich traurig, den goldenen Barsch und das leckere Bier zurückzulassen. Aber so ist das eben im Leben eines Abenteurers, oder?
Gehen wir zurück zu meiner Hobbit-Höhle in Michelbinger. Mhm. Ihr da, dürfte ich kurz mit euch sprechen? Stormy, hallöchen. Uiuiui. Machst du bequem hier? Was ist das für ein komischer Fusel? Ganz, ganz komischer Fusel. So, also wieder zurück, mal Spaß, oder wie? Ja. Wobei, wir dürfen auch noch da hinten hin. Ich gerade überlegen. Sprecht mit Bauer Maggot. Stormy kommt mit einer Big Question. Echt? Dann schieß mal los. Ich hoffe, dass ich sie beantworten kann. Ich muss jetzt gerade leider sagen, nein. Liegt allerdings auch mit daran, dass ich wahrscheinlich ein ultra schlechtes Gedächtnis habe. Es tut mir leid, wenn ich mich jetzt hier nicht erinnere. Umso besser, oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich Angst. So. Gehen wir zu Bauer Maggot? Ja, komm. Gehen wir zu Bauer Maggot. Besser wie Lieder der Sitte. Wir sind im Moment auf der Suche nach neuen Männern und haben schon einige Streamer bei uns. Okay. Ist das so? Und dir anbieten, Teil einer wundervollen Community zu sein und dich in deiner Reise durch Louvre zu supporten. Okay. Klingt zumindest interessant. Ich würde es mir überlegen. Beziehungsweise, würde ich natürlich gerne noch ein bisschen mehr dann wissen. Oh Gott. Also bei mir ist es halt erstmal so, ich habe mir erstmal noch gar keine Gedanken über irgendeine Sippe oder sonstiges gemacht. Das sei schon mal dazu gesagt. Weil ich bin bei anderen Sippen Gilden immer sehr vorsichtig, was das Dasein in einer Gilde angeht. Also oft war ich in Gilden, wo es dann einfach nur hieß, ja, hier, ne, musst dann und dann online sein oder, ne, das und das ist dann und dann Pflicht. Deswegen bin ich da immer sehr skeptisch, was Gilden angeht. Das sei schon mal so dazu gesagt. Du kannst dir einfach mal so ein bisschen was von deiner Gilde erzählen. Vielleicht hat ja auch noch jemand anderes aus dem Chat auch noch Lust. Aber du kannst einfach mal, schreib einfach mal drauf los, was ihr macht, wo ihr bei hilft, ob es halt so ja, ne, Pflichttage gibt oder so. Ich weiß halt nicht, ne. Einfach mal, ja, einfach mal schreiben. Wie gesagt, ich habe schlechte Gildenerfahrungen gemacht früher. In FF14 zum Beispiel habe ich dann halt meine eigene Gilde gemacht. Hier bin ich halt erstmal noch so, ne, am Gucken, erstmal Story genießen. Gut, für Dungeons und Raids später, ja. Da brauche ich definitiv Hilfe. Aber ich bin halt sehr gildenfaul. Weil ich logge mich halt auch nicht regelmäßig ein. Das ist das Problem. Allein schon durch Job, Privatleben, Streaming.
Das ist immer alles ein bisschen schwierig. Ich habe mit Fremden nichts zu schaffen. Du sollst auf den Straßen bleiben. Ja, aber irgendwann war der halt weg. Wo bist du denn gelandet, Syrett? Streben an Endcontent zu spielen. Und sagt mir dann, wir haben eine Menge Max-Level-Chars, auch erfahrene Spieler, aber die meisten sind noch auf dem Weg nach oben. Wir sind aktuell 100-Plus-Member, je nachdem, wie die Lust gerade steht. Okay, also ich würde mal sagen, ich würde es mir, wenn, auf jeden Fall mal überlegen, weil bis jetzt ist halt, ich bin noch meilenweit vom Endcontent entfernt. Also, meilenweit, ich bin Stufe 15. Ja. Ich würde dich, wenn, dann vielleicht mal privat anschreiben, wenn das okay ist. Dir dann vielleicht da nochmal ein paar Fragen oder so stellen. Aber so sage ich jetzt erstmal noch nichts Großartiges, weil, wie gesagt, für mich ist erstmal ein bisschen halt Story-relevant. Und ja. Aber ich komme auf jeden Fall drauf zurück. Auch bei Fragen oder sowas. Und ja. Weil, wie gesagt, wo ich dann definitiv später Hilfe brauche, werden dann Dungeons und Raids sein. Ich weiß halt nicht, inwieweit das hier dann in die Story eingreift. Ob ich die Story machen kann ohne Dungeons und Raids oder ob ich die dafür machen muss. Jetzt, weiß ich noch nicht. Maximal bis Level 30 habe ich mal gespielt. Also ich weiß nichts. Ich weiß einfach mal gar nichts. Das ist absolut okay. Wenn du Lust hast, wir haben einen 7. Discord-Link. Den könnte ich dir schicken. Kannst du es dir angucken. Kannst du mir auch gern privat schicken, den Link. Ja, kannst du gern mal machen. Bauer Morgott, ja. Mit Greif, Fang, Wolf. Die müsste eigentlich auch, warte mal. Steht das hier sogar drüber? Ja, das ist Greif, Fang und Wolf müsste eigentlich auch irgendwo hier rumgeistern. Seine Wauzis. Wobei sehr hässliche Wauzis. Ich habe meinen Weg wiedergefunden. Oh, das ist schön. Mein hieß Scheiß selbst 49. Okay, ja gut, 49 ist aber auch schon ordentlich, finde ich. Im Vergleich zu dem wunderbare Level 15, was ich ja zu bieten habe. Ich mag Hunde. Ich bin eher der Katzenmensch. Hunde sind auch toll. Aber Katzen mag ich lieber. Wo bist du überhaupt? Hier. Da unten an dem Zipfelchen. Tue nicht rum. Ganz, ganz unten. Dieses Hässliche hätte gehört, ist gleich aufgestanden. Auf was? Ich habe mit Fremden nicht nichts gehört. Zu schaffen. Geht nicht weg. Ich muss mit euch sprechen. So. Du hast auch noch eine Quest. Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Ja, klar, ich nehme gerne Tee. So. Hui. Bringen wir mal hier rüber.